Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind da am Burgstaller Faschingsumzug. Super Stimmung, einfach Traumtagau. Hallo und herzlich willkommen hier beim Faschingsumzug im Burgstall. Herzlich willkommen im Fasching 2023 in Burgstall. Hallo und herzlich willkommen zum Burgstaller Faschingsumzug 2023. Herzlich willkommen zum Fasching in Burgstall. Es ist das geilste Event, was es im ganzen Jahr gibt. Das beste Event, das es im ganzen Jahr gibt. Das hat am Faschingdienstag rund um den Hauptplatz im Burgstall stattgefunden. Die Stimmung in der Gemeinde war bereits am Vormittag ausgezeichnet. Und das konnten wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Also haben wir uns mit einer Fangfrage im Gepäck unter die verkleidete Menge gemischt. Heute haben wir Faschingdienstag, morgen Aschermittwoch, was kommt dann? Nach Aschermittwoch kommt der Donnerstag. Fastenzeit. Aschermittwoch? Gar nichts, Donnerstag, ne? Osterhaus. Ein normaler Donnerstag. Die Fastenzeit. Gelb-Donnerstag. Nicht der kleine? Nein. Wann kommt der dann? Du willst mich fangen, gell? Warum sagt keiner gleich Donnerstag? Das gibt's ja nicht. Ja, das stimmt ja nicht. Wie man schnell erkennt, waren die Burgstaller eindeutig zu schlau für uns. Nach dem Faschingdienstag und dem Aschermittwoch kommt natürlich nicht der Gründonnerstag, sondern die Fastenzeit. Und dann sind auch die Stunden des Faschingskrapfens wieder gezählt. Doch wie schmeckt so ein Krapfen eigentlich am besten? In Faschingskrapfen isst du lieber mit Schnitzel oder mit Leberkäs? Ich habe einen Kost mit Schnitzel und mit Leberkäs. Mit Leberkäs ist besser. Mit Leberkäs. Nein, mit Vanille. Ah, mit Leberkäs ist schon geil, aber richtig fett. Ja, schau mal den Schnitzel, natürlich. Über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich streiten. Das gilt wohl auch bei diesem Thema. Worüber man sich im Burgstall jedoch auf alle Fälle einig war, ist, dass der Burgstaller Faschingsumzug immer wieder legendär ist. Hier weiß man genau, was den Fasching ausmacht. Es ist einfach die Gemeinschaft, das ist voll cool. Taugt mir voll. Ich finde auch schade, dass es den Rosenmarder in Ferxen nicht mehr gibt. Ewig schade um den. Nur um Spaß haben und den Winter ausklingen lassen. Mein eigenes Kostüm. Spaß und feiern und zusammen sein. Beieinander sein. Die Stimmung hat also auf alle Fälle gepasst. Und egal ob Dosenschießen, bunte Luftballons oder der Kostümwettbewerb auf der Bühne vor der Kirche. In Burgstall war am Faschingdienstag einiges los. Auch für Speis und Trank war natürlich gesorgt. Somit war auch der Faschingsumzug 2023 wieder ein wahrer Erfolg. Danke an die Zuseher, das war der Faschingsumzug in Burgstall.